So, jetzt haben wir den Test doch so einigermaßen abgeschlossen. Oha, und sogar noch ein paar Zahlen rausgesucht. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, was denn hier los ist an diesem neuen Gewässer. Jo, wie zu erwarten, laufen hier natürlich die Brocken rein. Ist ja klar, weil das ist der Spot Nummer uno. The one and the only Spot. Und ja, warum ist das so? Warum ballert hier an diesem einen besonderen Spot immer alles rein? Guck dir das an. Nächster seltener Brocken. Hammerhart, oder? Komm mal ran hier. Kohaku mit 11 Kilo. Schönes Ding. Kann man mal machen. Schnell wieder raus. Zack. Aber warum haben wir an diesem neuen Gewässer 50% aller Spot-Beiträge nur von diesem Spot im Discord? Tja, warum? Warum haben wir 50% aller Beiträge im Discord? Übrigens, Link zum Discord unterm Video. 50% aller Beiträge sind Beiträge zu diesem Spot. 24 Beiträge, die diesen Spot hier beschreiben, und 48 Beiträge allgemein gerade hier zu dem Gewässer. Eigenartig. Alle laufen quasi wie die Lemminge dem einen Spot hinterher. Ja, klar, ist ja vernünftig. Wenn irgendwo was funktioniert und man will einfach nur ein bisschen angeln, dann guckt man natürlich kurz nach. Aha, hier scheint zu klappen, geht hin und es funktioniert. Wenn es dann aber so gut funktioniert, dass alles andere wieder im Schatten steht, dann haben wir diesen verdammten Bärensee-Effekt. Und bitte, 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 RF4, lasst dieses Gewässer nicht zum Bärensee 2.0 verkommen. Es sieht auch schon so ein bisschen so aus. Ich hatte das, glaube ich, im Livestream auch schon mal gezeigt. Wir haben hier unten 55, 31, 44, 50, 55, 63. Das sind die drei wichtigen Spots am Bärensee. Naja, fast so sehen sie halt aus da auf dem Bärensee, wenn man die Karte ein bisschen dreht. Wir haben jetzt im Moment hier the one and the only. Dann haben wir noch ein bisschen was auf 62, 63 und 1, 2, 3, 4 Beiträge am restlichen Gewässer, weil hier einfach der einzige Spot ist, wo im Moment einfach alles geht. Ich hoffe einfach, das bleibt nicht so. Ein Gewässer, ein Spot, du gehst hin, egal zu welcher Uhrzeit, egal zu welchem Wetter, du schmeißt irgendwie ein bisschen was rein, drei verschiedene Köder einfach zum Testen oder guckst einfach, irgendwer hat schon was rausgefunden, zack, jetzt gerade mit Sahne vor ein paar Tagen, ich wollte schon gerade sagen vor einer Woche, so intensiv hier seit 24/7 nur noch am Zocken, vor ein paar Tagen war es die Banane, dann war es mal zwischendurch die Erdbeere. Also richtig spannend ist das so natürlich nicht. Wie gesagt, im Moment dominiert dieser eine Spot. Und ich habe tatsächlich die Befürchtung, weil es beim Bärensee ja auch schon so ewig so ist, dass es diese drei ollen Spots gibt und es tut sich nichts und es bleibt dabei. Und wenn du so bescheuert bist, muss man wirklich sagen, wenn du so dumm bist und denkst, du gehst mal an einen anderen Spot und testest und testest und testest, wirst du dafür bestraft, dass du das machst. Und du stehst da, du hast nichts in der Tasche, du vertrödelst 3, 4, 5 Stunden, hast 10 Fische gefangen und denkst dir, ja, nö, mache ich auch nicht nochmal. Ich gehe einfach wieder an den Main Spot und fange hier die Fische. Mit einigen Spielern schon gesprochen, 10.000 Stunden plus. Und immer das gleiche Ergebnis. Es wird probiert, es wird getestet. Erfahrene Spieler im Game, die viel auf Karpfen angeln, testen, 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 finden mal einen Spot, finden mal, dass es ein bisschen geht, und danach ist alles wieder Flaute. Und danach geht man zurück zu dem Spot mit der gleichen Köder-Kombi, mit dem gleichen Futter, wirft rein, raps, 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 raps und zieht hier die ersten Brocken raus, zieht irgendwelche Trophies raus und es läuft. Kann man machen. Relativ simpel. Aber ich hoffe, dass das nicht Sinn und Zweck des Ziels ist, des Gewässers ist. Denn das Gewässer an sich, und jetzt geht es hier nicht darum zu sagen, das Gewässer ist scheiße. Im Gegenteil, das Gewässer ist mega geil.
Und die alle, die sagen, ich will hier mit Karpfen ruten, ja, geht doch zum Bernsteinsee, geht doch zum Bärensee und geht auf eine Achtuba mit den 10.000er, 30.000er Rollen, ist doch alles schön, es ist doch alles da. So ein kleines Gewässer ist mega geil. Die Action hier auf so kurze Distanz mit kleinen Rollen macht richtig Bock. Und das ist ja das, was eigentlich schade ist. An so einem Gewässer mit solchen Möglichkeiten angelt man quasi nur an diesem kleinen Tümpel in diesem Bereich. That's it. Da drillt sich mal, da musste man den Fisch drillen, der geht bis hier hinten hin und das war's. Was ist mit dem Rest? Was ist mit diesem Teil des Gewässers? Da ist nix. Da ist hier einfach nix. Einfach nahezu tot oder äußerst wenig. Hier unten mal, wie gesagt, ein bisschen Action, hier mal ein bisschen Action, aber einfach nicht konstant. Woran liegt das? Ich bin mega gespannt, wie sind deine Erfahrungen damit? Hast du das ähnlich? Testest du oder rennst du nur nach? Was ja auch durchaus okay ist. Es gibt wahrscheinlich die meisten der Spieler, die einfach nur hinterher rennen. Ne? Die meisten gucken auch einfach nur in das Video zum Beispiel und sagen, boah geil, Alter, hat er hier einen neuen Spot? Hat er nicht, nee, es ist der altbekannte Spot, weil der einfach läuft. Aber tagelang wird schon getestet und gesucht und gemacht und getan von vielen Spielern und es kommt einfach nichts Neues dabei rum. Und das ist so ein bisschen Frust. Da muss ich sagen, das ist wirklich ein bisschen Frust und ich hoffe einfach, wie gesagt, dass es nicht so bleibt, dass sich quasi das Gewässer jetzt hier so festfährt auf diesen einen Spot und eine Handvoll Glücksspots, wenn man mal ein bisschen was fängt. Ich habe hier getestet, diese Stelle zum Beispiel, zack, ein, zwei seltene, super. Dann habe ich hier vorne getestet für 49, 15 Meter, kommt man hier an diesen Kantenbereich. Ein, zwei seltene, direkt auf Koi und danach tot. Eine Stunde nichts mehr. Also man wird quasi angefüttert, man fängt immer mal wieder so ein paar Häppchen und auf einmal tot. Ist das Einstellungssache? Ich weiß es nicht. Wie sind eure Erfahrungen? Wie ist das? Feedback. Feedback rein in die Kommentare, Feedback ins Forum, Feedback ins Discord von RF4, damit da irgendwie auch was ankommt, damit das im Idealfall nicht so bleibt, damit da dieses Gewässer auch noch geiler wird und damit wir hier in Zukunft ein geiles Gewässer haben für Light oder Medium Lightes Angeln auf geile Fische. Überleg mal hier, so einen schönen 40, 50 Kilo Fisch auf einer 3000er Rolle, fix und fertig. Wahrscheinlich mindestens so geil wie einen Stördrill. Also sowas, da habe ich Bock drauf, sowas hätte ich gerne, einen kleines Gewässer eben, wo du überall immer mal wieder die Chance hast auf Action. Aber so ist es im Moment einfach nicht so geil, sondern man geht an den Spot, weiß, dass es da läuft und man fängt seine seltenen. Ja, und man erwartet es eigentlich auch schon. Dinkelsbühler gehen tendenziell eher hier unten. Sollte, glaube ich, mittlerweile klar sein. Hier gehen die Dinkelsbühler rein. Hier oben geht einfach alles rein. Hier werden Trophies gefangen. Wahrscheinlich auch schon die meisten Trophies. Wie gesagt, exakt 24 von 48 Beiträgen im Discord. Alle hier an der Stelle. Trophies an der Stelle schon gefangen. Mehrfach hier der F1 ständig rein. Wahrscheinlich von ganz vielen noch viel mehr Trophies gefangen, die noch nicht mal einen Beitrag geschrieben haben. Ich habe in die... Jawohl, die suche ich. Ich habe in die Trophy-Liste noch gar nicht reingeguckt oder in die Super-Trophy-Liste, wo die gefangen worden sind. Mache ich mir auch gar nicht die Arbeit. Wahrscheinlich sind die meisten einfach auch hier mit reingegangen. Es ist einfach ein bisschen schade. Also, Feedback rausballern. Wie ist es bei euch? Wo ballern die Dinger rein? Ist das hier the one and the only? Der einzig wahre Spot? Gibt es hier an dem Gewässer nur einen Spot? Und zwar für auch seltene Fische und nicht wie zuletzt. Da gab es ja hier noch das Video mit den 300 Kilo. Hier waren aber dann hauptsächlich Spiegelkarpfen und mal ein paar Schubbis dabei. Ist zwar auch ganz nett, kann man ja auch machen, ist ja auch mal okay. Aber die seltenen Brocken, wo auch nochmal ein bisschen was anderes reingeht und das auf easy, da gibt es halt nicht so wirklich viel, ne? Mal so auf 61, 62 sieht man mal immer wieder, wie gesagt hier unten. Aber die große Auswahl und vor allem das restliche Gewässer, da ist einfach nicht so viel. Also, ich bin gespannt, wie es bei euch aussieht und wie gesagt, gerne und bitte auch Feedback geben
an RF4. Was passiert hier im Game? Wie ist eure Erfahrung? Was passiert da? Rausballern. Ich bin mal gespannt, was die Jungs von RF4 sagen. Ob die dann auf einmal regelmäßig jetzt Feedback bekommen oder ob die das so gut finden, werden wir sehen. Aber irgendwie muss sich da ja was tun. Und wie soll das Game denn wachsen, wenn nicht durch unser Feedback aus dem Game, wenn wir hier stundenlang sitzen und immer die gleichen Erfahrungen machen, dann muss das auch weiter transportiert werden. Also ihr Lümmels, weitermachen, testen, 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 nicht die Hoffnung aufgeben, dass das Ganze hier vielleicht noch ein bisschen spannender wird und nicht zu einem verdammten Bärensee 2.0. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen fürs nächste Video, wo dann hoffentlich der nächste gut laufende Spot auf einmal gezeigt wird. Bis zum nächsten Mal.